Der Prophet sallallahu alaihi wasallam überlieferte, dass als die Sahaba am Kämpfen waren, er auf einen Posten gegangen ist, sallallahu alaihi wasallam, und Allah subhanahu wa ta'ala angebetet hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala um diesen Sieg gebeten hat. Und dann ist er kurz eingeschlafen, wie er sallallahu alaihi wasallam berichtet. Und als er aufgewacht ist, sagt er: O Abu Bakr, siehst du, was ich sehe? Und dann berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn davon, dass er Jibril sieht. Er sieht diesen gewaltigen Engel, und wie er in der Überlieferung bei Bukhari erwähnt, dass Jibril auf seinem Zahn schon Staub hatte. Warum Staub? Er wollte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigen: Egal was passiert, auch wenn ich sozusagen in diesem Dreck mit dir kämpfen sollte oder für dich kämpfen sollte, ich bin dafür bereit. Sodass schon Staub auf seinen Zähnen war. Und Jibril, Mikael, Israfil, diese Engel kommen und kämpfen zusammen mit den Muslimen. Warum? Weil sie Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet haben. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Muslime zum Sieg verholfen, auch wenn ihre Anzahl gering war. 300 gegenüber 1000, die gut ausgerüstet sind. Aber derjenige, der eine Person siegreich werden lässt, ist Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund des Festhaltens an der Religion. Ya dhakiran al-ashab, kum mutaddiban.